Endlich mal wieder ein Sheet für Farmville 2. Vorher jedoch die kleinen Hinweise in eigener Sache. Spielgrafiken und Bilder wurden neu gestaltet, nachgezeichnet, um Copyright-Verstößen vorzubeugen. Alle hier gezeigten Cheats verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Spielehersteller. Für Prügelstrafen aufgebrachter Freunde kann ich nicht haftbar gemacht werden. Und ja, Cheater sind nicht beliebt. Mich mal ausgenommen. Citadel 2 Cheaten ist im Prinzip ganz einfach. Ihr braucht davon nur dieses kleine Programm. Das nennt sich Cheat Engine. Habe ich schon in anderen Videos benutzt. Einige werden es bestimmt schon kennen. Und dann leveln wir mal hoch. Als erstes geht ihr zurück ins Game. Und da klickt ihr dann auf diesen kleinen Plastikpokal, damit ihr herausfindet, wie viele Punkte ihr habt. Und bevor irgendjemand meckert, ich habe mir richtig Mühe gegeben beim Zeichnen. Also, in dieser besten Liste, die wir jetzt sehen, stehen wir noch unter Einwohner. Also wir müssen einmal oben rechts auf den Stern klicken und dann kriegen wir unsere Punkte angezeigt. Die müssen wir uns merken. Na, mir sind es 15.207. Jetzt wechseln wir wieder zurück auf die Cheat Engine. In Cheat Engine angekommen, klicken wir zuerst oben auf diesen kleinen PC drauf. Da ich es mit dem Firefox mache, wähle ich den Flash Player Plugin aus, und zwar den zweiten. Falls das nicht klappt, müsst ihr einfach mal den anderen wählen. Bei Google Chrome sind es 4 oder 5 verschiedene, die ihr ausprobieren könnt. Die Tweets heißen alle Chrome. Wie gesagt, hier nehmen wir den zweiten, wählen ihn aus und sagen dann Open. Jetzt tragen wir hier oben meine 15.207 Punkte ein, stellen auf Double und Exakt und sagen First Scan. Wir brauchen natürlich noch einen zweiten Wert und den bekommen wir, indem ihr einfach irgendein Gebäude aberntet. Das seht ihr jetzt in meinem Tutorial nicht, weil ich darf das Spiel ja nicht zeigen, aber ist ja egal. Und dann nach einmal abernten habt ihr dann, oder ich vielmehr, 15.208 Punkte und die suchen wir jetzt auch wieder in der Cheat Engine und klicken dann auf Next Scan. Jetzt müssten wir nur noch alle Beiträge markieren, die links in der Spalte gefunden worden sind, und dann packen wir die mit dem roten Pfeil nach unten. Nun machen wir noch einen Rechtsklick, also markieren die unten dann halt auch wieder alle, machen einen Rechtsklick auf den ganzen Kram, sagen Change Records, wählen Value aus und tragen dann da die gewünschte Punktzahl ein. Bei mir sind es dann 150.000 oder so, damit ich noch Level 40 werde. Und Enter. Und tada! Jetzt müsst ihr nur noch einmal abernten und schon seid ihr bling! Level 40. Zumindest bei mir. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Viel Spaß damit. Tschüss! Wenn euch der Cheat gefallen hat, schaut euch auch meine anderen Videos an. Liken, kommentieren, Fragen stellen, alles erlaubt. Abo nicht vergessen. Und hier findet ihr noch den Cheat zu Pet Rescue Saga. Und außerdem habt ihr auf der anderen Seite meinen neuen Blog. Viel Spaß damit. Tschüss.